Alles ist erlaubt. Daniel, bist du jetzt mal so weit? Wenn du nicht 10 Stunden für deine Verkleidung brauchen würdest. Und es blitzt bei uns im Haus. Bin ich ja mal gespannt, was gleich mich erwartet. Ja, sei mal gespannt. Einfach wird's definitiv nicht. Was läuft? Leute, herzlich willkommen mal wieder zu einem XXL Brookhaven Hide and Seek mit Tom, Danja und Lena und auch leider mir. Wir machen heute wieder Hide and Seeks in Häusern und alles ist erlaubt. Beim Verstecken als auch beim Suchen. Mhm. Tom, du darfst als erstes suchen. Das heißt, einmal bitte hier hinstellen, zur anderen Richtung schauen. Und dann können wir uns drei verstecken. Du hast dann gleich 3 Minuten Zeit, uns zu suchen. Alright, dann stelle ich schon mal meinen Timer. Musst du uns nicht irgendwie zum Mitbewohner machen am besten? Und Tom auch? Eigentlich nicht, nö. 30 Minuten Zeit hast du gesagt, ne? Ja, 30, ja. Okay, ich bin versteckt. Okay, jetzt bin ich versteckt. Danja, bist du jetzt mal so weit? Wenn du nicht 10 Stunden für deine Verkleidung brauchen würdest. Wartet doch. Machst du ein Umstyling? Nein, ich mach doch kein Umstyling. Weiß einfach nur nicht, wo ich mich hin verstecken soll. Ja, aber du bist schon seit 10 Stunden dabei. So, 3, 2, 1. Okay, Tom, du darfst jetzt suchen. Bist du versteckt, Danja? Eigentlich noch nicht, aber ich bin gleich versteckt. Ja, jetzt bin ich versteckt. Okay, dann trete ich mal zur Türschwelle und starte dann meine Zeit. Wer hat das mit der Tür gemacht? Ehrlich, wer war so dumm? Was denn mit welcher Tür? Ich habe die extra zugemacht. So, dann startet meine Zeit genau jetzt. So, dann schauen wir uns Tom doch mal ein bisschen an. Wie gesagt, alles ist erlaubt, Tom. Ja. Aber so lange kein Brookhaven mehr gespielt, weiß gar nicht, was hier alles möglich ist und was nicht. Ewig lange her. Das sind auch neue Häuser. Kahn, weißt du eigentlich, wo Danja und ich sind? Ich weiß, wo Danja ist. Dich habe ich jetzt noch nicht gesehen. Okay. Ich glaube, ich hänge in jemanden. Irgendjemand habe ich. ich bin wieder nach unten gefallen. Ist der Flamingo da jemand? Ja, komm, was? Der Flamingo. Danja, bist du das? Ja. Danja ist ein Flamingo. Ich kann mich in den Pool setzen oder so, aber es gab keinen Pool. Doch, brauchst du so einen Pool. Was, echt jetzt? Ja, natürlich. Ehrlich. Ach, Danja. Einfach mal nach draußen schauen, Danja. Ja, ich habe aus dem Fenster geguckt und dann dachte ich irgendwie. Hä, wo ist denn hier ein Pool? Ah, hier ist ein Pool. Ja, hier wäre das echt gut gewesen. Naja. Ja, dann gehen wir eine Runde planschen. Ja. Ja? Ja, läuft so semi gut bisher. Du hast dann ja schon mal. Ja, das stimmt. Das ist das eigentlich war jetzt aber auch kein Accomplishment, weil ich saß einfach nur im Schlafzimmer. Wie komme ich denn hier raus? Zum Pool. Die Tür geht nicht auf. Oh. Hä? Hatte ich da gerade jemanden? Lena, hatte ich dich da gerade? Nein. Warum ist denn gerade eine Bombe hochgegangen? Ich habe nichts gemacht. Wie komme ich hier raus? Oh, Kahn, du bist so fies. Wo bist du denn, Tom? Ja, jetzt bin ich außen beim Haus. Wie viel Zeit hast du noch? 20 Sekunden. No. Ja, ich habe gerade den Tresor gesprengt. Ist wahrscheinlich dafür muss man den erstmal auf finden. Irgendjemand von euch ist wahrscheinlich eher auf dem Dach. Ja. Ja, meine Zeit ist um. Meine Zeit ist um. Okay, alles klar. Ich war oben im Dach. Ja, wow. Hä, warte mal, wo? Oben im Dach? Wie kommt man denn da hin? Ja, da musst du dich reinglitschen. Ja, wow. Cool. Okay, Danja, du darfst jetzt suchen, aber natürlich ein anderes Haus. Aber ich bin ein hübscher Flamingo. Oh, zeig mal, Gil. Oh, wie knuffig. Und weiterhin, alles ist erlaubt. Okay, ich bin versteckt. Okay, ich bin versteckt. Lena, wie sieht's bei dir aus? Ich bin versteckt. Tom auch, ne? Ich bin auch versteckt, ja. Okay, Danja, dann kannst du zur Tür und dann 3 Minuten. Und es blitzt bei uns im Haus. Einfach Katastrophen. Und Start.
Huch. Okay. Annyeong. Oh, hi Lena. Hallo. Och, cool. Lena. Das ging aber schnell. Was war das denn für ein Versteck, bitte? Kein gutes. Daniel ist direkt auch dabei hingekommen. Oh Mann, ey. Geht aber besser. Das geht wirklich besser. Ups. Ich will mal das Haus ein bisschen kennenlernen, das ist echt. Vielleicht verfolgen wir Danja. Guck mal, was sie macht. Ich muss mal gucken, wie ich jetzt hier überhaupt rum und num komme, weil... Ja, ist gar nicht so einfach in diesem Haus. Sie geht halt auf jeden Fall mal raus, aber... Ich hab's hier gemütlich. Ja? Das ist schön. Mhm. Genieß es. Da freuen wir uns, Tom. Hauptsache ist ja, dass du entspannt bist. Ja, das ist ja unser allergrößtes Anliegen. Warum klingt das so gelogen? Glaube ich auch. Ey, was soll denn das? Warum bist du so gemein? Wozu gefunden? Weil mein größtes Anliegen ist gerade, dass ich endlich mal einen Weg nach oben finde. Ja, ist schon etwas schwierig, ja, aber ich hab's rausgefunden. Und Khan kämpft gerade gegen Voldemort. Ich sehe immer diese Blitze. Mhm. Ja, aber ich komme hier nicht hoch. Jetzt war der Blitz woanders, okay. Ja, jetzt geht's hier los. Ja, das Haus ist echt nicht einfach zu verstehen. Bin ich ehrlich. Daniel, wie viel Zeit hast du denn noch? 39 Sekunden. 39 Sekunden also. Aber bei mir funktionieren auch die Knöpfe nicht. Stimmt, 39 Sekunden. Was? Du bist ja kein Mitbewohner, glaube ich. Ja, dann ist ja super. Dann kann ich ja überhaupt nicht hier durch. Ja, aber ah, musst Tom, dich habe ich gefunden hier. Ach Mann. Ey, du schmeißt mir einfach so von der Liege runter. Ist dir nichts getan. Was? Hallo? Danja. Nicht so also bösartig. Mann. Wo warst du denn, Tom? Boah, cooler Song, aber. Okay, Timer ist abgelaufen. Oh, ja, Daniel, ich war oben. Guck mal, Tom hat's auch nach oben geschafft. Aber wie? Ja, hier ist so ein Aufzug. Ja, den kann ich auch nicht betätigen. Ja, das ist halt blöd dann, ne? Warum konnte das Tom? Ich drücke drauf, es passiert nichts. Komisch. Nun gut. Ja, und ohne den Aufzug kommt man dann nämlich nicht hoch. Ja, nicht schlimm. Okay, Lena, du suchst uns jetzt. Alright, ich guck mal hin. So, da schnappen wir uns nochmal dieses Haus hier. Ja, cooles Haus. Bin ich der Einzige, der noch kein Haus sieht? Doch, ist schon was. Hä? Ach so, upsi. Wolltest du schon mal auf die Liege drauf und mir schon mal den ersten Punkt schenken, oder was war das? Nee, ich habe irgendwie gedacht, da kommt gleich das Haus und das war jetzt irgendwie ein bisschen dumm. Bin ich ja mal gespannt, was gleich mich erwartet. Ja, sei mal gespannt. Einfach wird's definitiv nicht. Ernsthaft? Oh Gott, oh Gott. Okay, ich bin versteckt. Ja, jetzt bin ich versteckt. Okay, ich bin versteckt. Okay. Hä? Wo ist denn das aus? Okay. Ja, Moinchen. 3 Minuten. Ab jetzt? Hä? Hä? Ja, in diesem Haus gibt's heute Stromausfall. Ich bin gerade mehr als verwirrt. Ich sehe rein gar nichts. Tja, du kannst ja auch eine Taschenlampe rausholen. Eine Taschenlampe? Ja. Das ist ernsthaft? Okay. Wo ist die denn? Ich laufe mal, während ich suche. Hä, wo ist denn hier die Taschenlampe? Das ist doch keine Taschenlampe, nee. Doch. Du siehst doch gar nicht, ob ich die Spaß gerade draußen hatte. Ach so, ist es das? Gibt eine Taschenlampe, aber. Ja, ich, bin, glaube ich, nur zu... Bist du schon im Haus? Was für ein Haus? Tja, da musst du den Eingang finden. Wie den Eingang finden? Einer von euch hat doch das Video geschnitten, wo wir in diesem Haus sind.
Ich weiß nicht. Hä? Ich kann mich auch nicht an dieses hier erinnern. Tja. Solltet ihr vielleicht mal. Wo ist denn hier ein Eingang? Hier ist keiner. Ich komme da nicht mal rein. Ich weiß gar nicht. Ich bin verwirrt. Kann ich irgendwas mit diesem Knopf machen? Wenn ja, es funktioniert nicht. Wollte ich nur mal kurz angemerkt. Ach so. Ja, du müsstest. Bist du denn im Haus drinne? Nee, ich drücke auf den Knopf, aber es tut sich nichts. Also ich. Was für ein Knopf? Bist du oben noch? Ja, ja. Ja, nö, das brauchst du nicht. Oder warte mal. Warte mal, ich hätte jetzt eine Idee. Wie viel Zeit hast du nur noch? Ich habe keine Ahnung, wie es klingelt. Kahn, hör auf. Was denn? Ja, du weißt ganz genau, was ich meine. Okay. Warum warst du da gerade? Okay. Nein, das ist er nicht. Ich sag mal so, es ist jetzt nicht allzu weit von mir weg. Ha! Könnte ich dich überhaupt erwischen? Wahrscheinlich nicht. Doch. Also ich bin noch nicht mal gut versteckt. Ich muss halt nur ins Haus kommen. Ja, aber ich komme nicht rein. Ich weiß nicht wie. Mann, der Eingang ist durch eine Leiter. Meine Leiter? Eine Leiter. Wie du da rumläufst. Weil ich kapiere es nicht. Ich kapiere es wirklich nicht. Eine Leiter, nicht deine Leiter. Eine Leiter, eine, hab ich gesagt. Eine Leiter, also hier ist eine Leiter irgendwo versteckt. Das willst du mir damit sagen. Aber wo? Nein. Ah, geh weg. Geh weg. Was ist das? Oh mein Gott. Hast du es jetzt mal gecheckt? Ja. Ja. Wie viel Zeit hast du noch? Ich hatte die schon längst um. Ist schon um? Ja, stark, stark. Ja, wir waren alle unten im Haus. Ja, ich weiß es doch nicht. Ja, gut. Okay, so. Jetzt suche ich noch. Tom hier noch am Rumschleim so. Mhm. Da bekommt ihr auch ein schönes Haus. Ich schau mal gerade. Du musst auch um Danja rum. Das hat Lena geschnitten, ja? Und weißt es nicht mehr? Nee, ich hätte es nicht mehr gewusst dann. Ich kann mich auch überhaupt nicht daran erinnern, dieses Haus so gesehen zu haben. Müsste auch fast das letzte Video gewesen sein, was du letzte Woche geschnitten hast. Danja, weißt du, wie viele Videos ich schneide? Denkst du, ich kann mir alles merken? So, bitteschön. Open House for Sale! Nimm ich! Dankeschön. Da hast du dir aber ein einfaches rausgesucht, ne? Nö, eigentlich nicht. Und denk dran, Kahn kann ja auch die Kameras hier betätigen. Mhm, weil alles ist erlaubt. Ja, super, Kahn. Das ist ja wirklich tipptopp. Ja, wunderbar. Brauch mich doch gar nicht zu verstecken. Wow, klasse. Vielleicht mache ich das erstmal nicht. Ja, du darfst doch jetzt gerade, darfst du ja nicht gucken, oder? Ne, mache ich auch nicht. Ich guck gerade auf mein Handy. Ja, ich bin versteckt. Okay, ich bin versteckt. Sind alle versteckt? Nee, ich glaube, Lena ist noch nicht versteckt. Das bringt ja wahrscheinlich auch kaum was, wenn Kahn gleich... Naja, warte, noch 3 Sekunden bin ich auch. Okay. Versteckt? Ich bin versteckt. Okay, dann 3 Minuten. Let's go. 3 Minuten. So, dann schauen wir doch jetzt erstmal. Hä, warum kann ich nicht in der Kamera schauen? Es gibt keine Kameras hier. Toll. Hier kann ich noch nicht mal in die Kamera schauen, weil das Haus keine Kameras hat. Vielleicht mache ich das nicht. Ich guck mal direkt als erstes. Ja, es geht aber nicht. Also. Und hast es wieder gemütlich, Tom? Ja. Das freut mich. Denn so gut versteckt? Ich hoffe's. So, einer von euch ist definitiv hier auf dem Dach. Aber wer? Who knows?
Ja, einer ist hier im Schlafsack. Aber wer? Who knows? Danja, du bist das. Stimmt nicht. Doch, ich sehe dich. Du bist hier im Schlafsack neben mir. Ich bin nicht im Schlafsack. Doch, ich sehe das doch. Das ist eine Lüge. Im grünen Schlafsack bist du gerade. Lüge, Lüge, das gibt eine Rüge. Tja, hättest du wohl gerne. Lüge, Lüge. Das gibt eine Rüge. Also ich habe ja die Freecam, die kann ich ja hier anwenden. Weil alles ist erlaubt. Für Kahn ja. Das klang gerade wirklich wie Kahn. Ja, ja, ist so, was gut, kann ich denn dafür? Hättet ihr mal gesagt, ihr wollt auch Häuser bauen können, aber habt ihr halt nicht. Ach so. Was kann ich denn dafür? Ist doch nicht meine Schuld. Ich hänge hier gerade richtig gut im Dach fest. Das ist ein richtig toller Glitch. Ja, wo seid ihr denn versteckt? Ich stecke mit dem Gesicht im Dach. Nicht. Und kann nicht aufstehen. Ich weiß es nicht. Wie viel Zeit hast du denn noch? Noch 15 Sekunden. Oh, das höre ich doch gerne. Stark. Das höre ich wirklich gerne. Vielleicht gern. Verlängert er, weil alles ist erlaubt. Ja. Ja, vielleicht. Ja. Also ich würde ja mal sagen, die 15 Sekunden sind auch gleich um. Dann sagen wir Schluss. Ja, habe ich den Timer gehört. Ich auch. Ja, aber der zählt nicht für euch, das ist mein Wecker. Ja, ja, ist okay, ist vorbei. Wo wart ihr? Draußen. Ich bin auch draußen. Hä, aber ich war doch draußen. Wo denn draußen? Ja, guck mal ein bisschen gründlicher. Ja, wo denn? Sag doch einfach. Ich bin hier hinterm Haus. Kalt, kalt. Warm. Wärmer. Vorbei. Aber auch warm. Warm, heiß. Kalt. Hä, wo denn? Achso, okay. Und Lena, wo warst du? Warm. Sag, kalt. Komm einfach raus. Wärme. Heiß? Ja, alles klar. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö.